bin Joel. Ich bin ja Athletiker im schönen Hannover. Und ich zeige euch heute mal, wie man den Nollie Backside Flip macht. Also, viel Spaß. Ja, die Voraussetzung für Nollie Backside Flip ist auf jeden Fall schon mal Nollie. Nollie Backside 180. Und man sollte auf jeden Fall auch einen ziemlich sicheren Nollie Flip beherrschen. So, diese Tricks schmeißt ihr dann in eure Fusionsbox, die könnt ihr bei eBay kaufen. Und dann kommt sowas hier raus. Ja, also die Fußstellung beim Nollie Backside Flip ist an sich, aus meiner Sicht her, die gleiche wie beim Nollie Flip. Ihr stellt euren Fuß sozusagen also circa vor die Schrauben und euren anderen Fuß auf die Nose. Poppt dann rein, zieht raus, ganz klar. Das Wichtige beim Nollie Backside Flip ist dann aber, dass ihr nicht einfach nur flippt, sondern euren Körper komplett mitdreht. Das heißt, viel mit den Schultern arbeiten und dann so umziehen, dass sich das Board, wenn man es hinkriegt, dann auch direkt mit euch mitflippt. Ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen beim Nollie Backside Flip. Also übt fleißig, haut rein. Die Fusionsbox erhalten Sie für 49,95 € und verbindliche Preisempfehlung.